Daniela Fuchshuber hat bis zu Corona bei einer Security-Firma gearbeitet. Dann hat sie ihren Job verloren und bisher keinen neuen gefunden. Sie lebt von der Sozialhilfe. Seit 3 Monaten ist sie im Programm Schritte in den Arbeitsmarkt bei FAB. FAB ist spezialisiert auf Arbeitsmarktintegration von Menschen, die es einfach schwer am Arbeitsmarkt haben. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen, die auf Arbeitssuche sind, auf Arbeitslose im Auftrag vom AMS, aber auch für Sozialhilfebezieherinnen, die auch sozusagen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden soll. Rund 6.000 Personen in Oberösterreich beziehen Sozialhilfe. Das sind für Alleinlebende oder Alleinerziehende 1.054 Euro im Monat. Gründe dafür gibt es unterschiedliche. 7 von 10 Klienten haben keinen Schulabschluss. Das kann sein gesundheitliche Gründe, sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich. Das können sein finanzielle Gründe, dass jemand stark verschuldet ist. Sozialhilfeempfänger müssen sich regelmäßig beim AMS melden und ständig nachweisen, dass sie sich um Arbeit bemühen oder Angebote wie die von FAB besuchen. Es ist immer ein Stress. Es gibt Termine, es gibt Kursangebote, es gibt Bewerbungsauflagen und von der Behördeseite auch so. Außerdem muss man alles deklarieren, was man tut. Man muss ständig Kontoauszüge nachweisen. Man muss über alles Bescheid geben, wie man lebt, wofür man sein Geld ausgibt sogar. Ziel der Maßnahmen, die Sozialhilfeempfänger wieder in einen Job bringen. Die Programme mitfinanziert vom Sozialreferat. Oberstes Ziel von Sozialpolitik muss sein, dass Menschen Arbeit haben, dass Menschen ihr eigenes Geld verdienen. Und deswegen ist das erklärte Ziel, Menschen nicht zu beraten, wie sie am schnellsten zur Sozialhilfe kommen, sondern sie zu beraten, wie sie schnell wieder aus der Sozialhilfe kommen. Das Land investiert hier rund 600.000 Euro im Jahr. Solche Projekte bringen auch dem Steuerzahler etwas, weil wenn man sich auf Dauer die Sozialhilfe bei einzelnen Personen erspart, dann ist es, glaube ich, gut auch für das Steuersystem, aber noch viel wichtiger für jeden Betroffenen, weil jeder, der Arbeit hat, findet Sinn, hat eine Tagesstruktur, hat eine Aufgabe, eine Beschäftigung. Im Durchschnitt dauert es 5 Monate, bis die Hälfte der Klienten einen Job hat und eigenes Geld verdienen kann. Der Rest besucht weiterführende Projekte, findet Arbeit im geschützten Bereich oder beginnt eine Ausbildung.